Hallo Leute und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Minecraft. Ja, Minecraft mit einem kleinen süßen Wildschweinchen und Kürbissen. Kürbisse können wir auch direkt mitnehmen. Wir haben einfach alles schon, weißt du? Bevor wir einen Platz gefunden haben, an dem wir uns niederlassen können, haben wir einfach alles schon gefunden. Weißt du, haben das Spiel dann schon durchgespielt. Brauchen gar nichts mehr bauen. Können wir uns irgendwie so ein Item craften, was wir wie so ein Spawn-Ei einfach auf den Boden rechts klicken und BAM! Haben wir unsere geile Stadt. Fertig. Ich kann ja vielleicht mal so ein bisschen darüber reden, was ich mir so gedacht habe, was schon ewig so auf meiner Wunschliste steht und was ich ganz gerne mal irgendwie bauen würde. Aber ich weiß halt nicht, ob sich das wirklich schon eignet als erstes Bauprojekt. Ich denke nämlich nicht, dass dem so ist. Und zwar hätte ich Bock auf eine... Oh, da oben ist schon wieder so ein Dorf, ne? Auf eine riesige, riesige Burg. Mit Burgmauern, mit Burgtor, mit Türmen, mit einer Schmiede, mit Pfeilmachereien oder anderen Waffenherstellungshäuschen. Halt so ein bisschen wie ein Stronghold vielleicht, so grob. Vielleicht einen Burggraben, das weiß ich noch nicht, ob ich auf einen Burggraben Bock habe. Weil man dann ja irgendwie auch mit eine Zugbrücke bauen müsste. Aber wäre auch cool irgendwie, oder? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hätte ich da, das wäre so ein riesiges Projekt, auf das ich Bock hätte. Aber wie gesagt, ich weiß halt nicht, ob sich das irgendwie, wie einfach hier unten ein Feld ist. Super interessant. Aber das nehme ich jetzt nicht noch alles mit, ne? Ich denke, das reicht dann auch. So, können wir mal hier die Schneedecke wegmachen. Und dann können wir hier kurz schlafen. Ich mag dann doch lieber am Tag umherwandern. Es ist schon, in diesem Schneegebiet ist es schon kalt genug. Am Tag. Und in der Nacht wird es dann halt noch kälter, ne? Das müssen wir unserem Arsch, unserem süßen kleinen Popülein, nicht antun, glaube ich. So. Lass mal hier auf jeden Fall hochgehen. Auf Bergen hat man doch immer ganz gute Übersicht. Und dieser Berg scheint wie für uns gemacht zu sein. Wir dürfen hier hochgehen. Und hier haben wir wieder irgendwas. Guck mal, hier ist sogar so ein... Das ist gar kein... Ist das ein Dorf? Doch schon irgendwo. Aber ist eher wie so ein Aussichtspunkt. Hm. Aber ich weiß nicht. Irgendwie... Nur so ein normaler Wald? Nee, das ist noch nicht das Richtige. Wir müssen uns noch weiter umgucken. Was ist das überhaupt hier? Hellgrünes Gras. Ja, komm. Geh mal weg. Wir sammeln sowieso gleich den nächsten Mist auf. Hör jetzt auf! Den nächsten Mist auf. Aber mal gucken. Ja, schauen wir uns halt auch wieder hier im Dorf um. Vielleicht gibt es hier irgendwas Interessantes. Irgendwo hören wir vielleicht wieder so eine Art Spiel. Das sieht halt super nice aus, ne? Diese Dinger hier. Die an den Häusern gemacht sind. Muss ich mir unbedingt merken, dass es die gibt. Oder ihr müsst euch das merken und man auf jeden Fall später in die Kommentare schreiben. Und wenn wir schon mal bei Kommentaren sind, ihr könnt natürlich immer, immer fleißig Vorschläge reinschreiben, was man so bauen kann, was man an welchen Plätzen bauen kann. Und unten in der Videobeschreibung findet ihr auch immer einen Link zu einem Formular, in dem, wo ihr Musik einreichen könnt, die im Laufe des Let's Plays gespielt werden soll. Das Ganze kommt halt random in einer random Playlist vor. Das heißt, es kann manchmal sehr, sehr häufig kommen, manchmal sehr, sehr selten. Das kann ich leider nicht so sagen. Ist ein schön gestaltetes Dorf hier auf jeden Fall. Und ich habe ein bisschen... Ich habe schon ein bisschen Höhenangst hier gerade, wenn ich hier runterfallen würde. Oder so ein Dorfbewohner kommt und mich einfach schlägt. Ja, ich weiß ja nicht. Machen wir mal einen auf Weihnachtsmann. Und lassen uns hier reindroppen. Aua. Aua, aua. Ja, wow. Hier war jetzt nicht viel drin, ne? Und draußen ist auch nicht viel. Ist ein bescheidenes Leben, was ihr hier so führt. Aber ihr scheint ja glücklich damit zu sein. Nehmen wir vielleicht das Birkenholz, um uns so ein bisschen fortzubewegen. Alles klar, ey, Leute. Weiß nicht, was mit euch abgeht. Den Berg scheinen wir umsonst hochgekrebelt zu sein. Auf jeden Fall, ja, weiß ich nicht. Ist das hier eher so eine gestaltete Gegend? Kommen wir hier irgendwo heil runter? Oder ist eher schlecht, so mit Heil runterkommen. Wir versuchen es mal hier. Guck mal, hier unten sind Rehe. Ah, wie sweet. Wie sweet. Ich würde mich aber irgendwie doch mit einem Schwert wohler fühlen. Ist das Aluminium? Ja, ganz ruhig. Ich tue euch nichts. Ich tue euch nichts. Ich bin ein lieber Mensch. Aluminium-Kies. Ja, sammeln wir diesmal nicht auf. Ich weiß, haben wir, glaube ich, auch dabei, aber... Nee. Hier haben wir wieder Lava. Gute alte Lava. Ich glaube, wir werden uns niemals voneinander trennen. Wenn wir am Anfang wieder in unserem Birkenwäldchen sind, dann wissen wir, dass wir im Kreis gelaufen sind. Ist auch wieder eine gute Erkenntnis, ne? Gut, dass ich euch das mitgeteilt habe gerade. Vielleicht zur Musik nochmal ganz kurz, die ihr einreichen könnt.
Und zwar könnt ihr da im Prinzip alles einreichen. Es sollte halt nicht unbedingt aus irgendwelchen Serien, Fernsehserien oder anderen Serien sein. Tut mir leid, dass ich die ausgegraben habe, Mann. Oh Gott. Ich habe einen Maulwurf ausgegraben. Sollte halt nicht aus irgendwelchen Serien sein. Was okay ist, ist aus Videospielen. Und, das könnt ihr gerne einreichen. Es sollte halt auch irgendwie zur Playlist packen, ne? Also, passen. Also, sollte jetzt nicht unbedingt mega abgehen und, dass man einen halben Herzkasper bekommt, wenn man das hört. Sondern sollte sich halt schon einfügen. So ein bisschen idyllisch und ruhig sein. Aber das könnt ihr gerne einschicken dann, wenn ihr da irgendeinen Vorschlag habt. Und dann werde ich mir das Ganze angucken. Werde auch gucken, ob das Ganze copyright-frei einzusetzen ist. Und wenn alles okay ist, dann wird sich das in die Playlist einfügen. Ich habe mir gedacht, das kann man dann so ein bisschen... Ihr müsst ja die Musik genauso ertragen wie ich. Und deswegen könnt ihr da gerne so ein paar Liederchen mit beisteuern, wenn ihr da irgendwelche Favoriten habt und die ganz gerne mal hier nebenbei hören wollen würdet. Dann, ja, dachte ich, wäre das eine ganz coole Idee. Und außerdem erspart es mir natürlich auch ein bisschen Arbeit mit weiterer Musik raussuchen und so weiter. Ganz klar. Ja, wie gesagt, Eisbiom ist irgendwie nicht das Richtige. Also nicht für das, was ich irgendwie gerade haben will. Ganz interessant, das Eis hat gerade so ein bisschen geknackt, als wir drüber gelaufen sind, ne? Ja, also ich würde schon irgendwie was haben, was schöner ist. Oh, müssen wir aufpassen. Aber wir bekommen auch keinen... Guck mal, hier sind wir vergiftet, aber wir bekommen einfach keinen Schaden, ne? Dadurch, dass wir hier Schwierigkeit friedlich haben. Aber einfach, ja, keine Ahnung. Machen wir einfach mal auf einfach. Oder so, keine Ahnung. Vielleicht bekommen wir dann auch wieder Hunger. Also ich hätte schon ganz gerne irgendwie Hunger gehabt. So ist es nicht. Ich wusste jetzt nicht, dass, wenn wir auf friedlich spielen, wir immun gegen jede Art von Schaden sind. Also auch immun gegen Giftblumen und sowas. Na gut, machen wir jetzt halt schon die Mobs an. Und hoffen einfach mal, jetzt nicht auf Unmengen von denen zu treffen. Sondern, dass wir uns weiter ruhig umgucken können. Um irgendwas Schönes zu finden. Irgendwas, wo wir uns niederlassen wollen. Wo wir so, ja, sagen, hier könnte ich mich zu Hause fühlen. Hier könnte ich mich wohlfühlen. Dann ist natürlich auch die Frage, was bauen wir? Wir könnten natürlich direkt mit dieser Burg anfangen. Dafür müsste aber halt eine perfekte Fläche auftauchen. Oder wir bauen uns irgendwie erstmal ein erstes Häuslein. Was halt standardmäßig wäre. Und deswegen weiß ich noch nicht, ob ich Fan davon bin, aber es wäre auch irgendwie cool. Oh, weiß ich noch nicht. Weiß ich noch nicht, Leute. Aber wir kriegen Hunger. Wir kriegen Hunger. Stellen wir es doch wieder um? ja, wir können ja ein paar... Können wir den Wal essen? Einfach mal... Nein! 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 Ich habe einen Wal gespawnt! Auf Land! Nein, es tut mir so leid, Mann. Es tut mir so... Oh Gott, die Bären können uns jetzt angreifen, ne? Müssen wir ein bisschen aufpassen. Alter, nein! Woher... Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Du bist, glaube ich, gefährlich. Meine Axt ist kaputt. Nicht sterben jetzt. Nicht sterben jetzt. Wir laufen vielleicht erstmal lieber. Und lassen den Wal... Er ist nicht gestorben. Ihm geht's gut. Ihm geht's wunderbar. Alles gut. Alles gut. Okay? So. Okay. Das ist ja irgendwie hoch. Ah, Mann. Geht schon gut los hier, ne? Mit dem Entspannten. Wir haben einfach einen Wal getötet. Mann. Ich wollte gucken, ob man den anknabbern kann. Heißt nicht, dass ich ihn gegessen hätte. Okay? Oh, guck mal, hier sieht schon wieder schöner aus. Hier ist ein bisschen mehr Natur. Irgendwie ist das so eine Art Plateau, ne? Auf dem man... Von hier kann man so runter gucken. Hätte auch was vielleicht hier so oben so ein bisschen erhöht, das Ganze zu bauen. Aber ich weiß nicht. Vielleicht bin ich dann doch lieber umgeben von Natur, statt auf sie hinabzublicken. Was natürlich auch sehr gut passt. Und dann haben wir auch noch so einen Kirschblütenbaum, ne? Wollen wir den auch nochmal fällen? Ich weiß nicht. Wir sollten was essen. Stimmt. Wollten wir vorhin schon machen. Na, macht Babys. Macht Babys. Warum töte ich Ferkelchen? Was ist nur los mit mir? Was ist passiert mit mir? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, ein Waschbär. Wir müssen aufpassen. Füchse und sowas können uns jetzt auch angreifen, ne? Also, immer aufmerksam bleiben. So, haben wir denn viel Cobblestone? Wir haben gar keinen Cobblestone. Das ist nicht so praktisch. Lass uns mal erstmal hier kurz ein Päuschen machen, ja? Wir brauchen erstmal neue Ressourcen. Deswegen gehen wir erstmal hier hin. Und holen uns ein bisschen Stein. Kohle haben wir jetzt erstmal genug dabei, denke ich. Aber Stein ist ein bisschen mager. Wie sieht es denn mit dem Waschbären aus? Der hat mich gerade so schief von der Seite angeguckt.
Der sah schon ein bisschen so aus, als wenn er Streit gesucht hat. Aber gut. Ey, hier ist eigentlich auch gar nicht so uncool, ne? Ich weiß auch gar nicht, was mit meiner Nase los ist. Irgendwie ist die immer so semi-verstopft. Finde ich nicht gut. Finde ich nicht gut, weil ich da sonst eigentlich auch nie Probleme habe. Und krank bin ich auch nicht. Aber jetzt meinst du so, du fängst ein neues Projekt an, das will ich nicht. Ich verstopf mich. Denken eure Nasen das auch manchmal, dass sie sich so denken, ich mag dich nicht mehr, ich verstopf mich. Ich verstopf mich. Okay. So, wir brauchen erstmal eine neue Axt. Das ist schon mal ganz wichtig. Wichtig wären dafür auch Sticks. Zwei reichen eigentlich. Können wir nämlich einmal eine Axt machen. So. Spitzhacke wäre auch ganz gut. Und dann würde ich vielleicht doch ganz gerne jetzt, wo wir hier so ein bisschen, ja, eventuell mit Mobs konfrontiert werden können, würde ich ganz gerne vielleicht doch ein Schwert haben. So. Wir haben auch ein paar Bücher, also wenn es langweilig ist, einfach mal so ein bisschen lesen. Das geht schon klar. Achso, Sticks waren da jetzt auch noch drin. Boah, ich habe so viel Zeug schon. Was war das für ein Geräusch? Alles gut, ne? Alles gut. Ja, scheiß auf die Erdbeeren. Scheiß auf die Erdbeeren. Scheiß drauf, Mann. Auch wenn ich die gerne angepflanzt hätte, aber nee. Ich hole mir jetzt hier einen japanischen Blütenkirschstamm. Ich finde Japan ziemlich faszinierend und auch die, wie sie wieder gebaut wird und so weiter. Also so klassisch, ne? Nicht die japanischen Hochhäuser. Die sind genauso scheiße wie die deutschen. Aber so früher, so keine Ahnung, was bei uns so ein Fachwerkhaus ist. Ich weiß halt nicht, wie man das nennt bei denen. Keine Ahnung. Aber das sieht halt schon ziemlich cool aus. So. Wir müssen uns mal ganz kurz hier so ein bisschen hineinstaggen und gucken, wo denn jetzt hier noch Holz versteckt ist. Wo hast du dich versteckt? Du wunderschönes japanisches Blütenkirschholzstämmchen. Da haben wir eins. Bist du das letzte? Ja, würde schon sagen, dass das letzte war. So, dann nehmen wir uns davon auf jeden Fall noch ein paar Setzlinge mit, weil das ist schon cool. Dies ist schon cool. Ja, nehmen wir erstmal das Holz vielleicht mit, von mir aus. Die Setzlinge werden eigentlich wichtiger, ne? Birkensetzling. Wilde Möhre. Ja, komm, was will ich mit einer wilden Möhre, ey? Ich bin eine wilde Möhre. Meine Freundin nannte mich früher immer Florian, die wilde Möhre. Euch auch? Ich hoffe doch mal. Ich hoffe doch mal. So, ausgeschlafen. Weiter geht's. Weiter geht's. Bett sollten wir mitnehmen. Das ist jetzt nun nicht so häufig. Findet man jetzt nicht so den ganzen Tag auf seiner Reise. Aber hier gefällt es mir halt schon deutlich, deutlich besser. Man muss mal gucken, ob man jetzt hier noch irgendwo den perfekten Platz findet. Und dann könnten wir uns hier auch vielleicht schon mal niederlassen. Ich meine, ja, eine Dreiviertelstunde suchen wir jetzt hier insgesamt schon. Boah, hier ist cool. Hier ist schon ziemlich cool, aber da sind jetzt Mobs drin, ne? Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Wir haben halt kein bisschen Eisen oder sowas, um uns mal eine Rüstung zu machen. Ich meine, Rüstung muss nicht sein. Aber ist schon ganz praktisch gegen Mobs. Ich glaube, dass mir das hier schon ziemlich gut gefällt, dieser Ort. Wenn man ihn natürlich noch ein bisschen anpasst an seine Bedürfnisse. Guck mal, hier haben wir auch direkt einen Höhleneingang. Also der würde vielleicht auf Dauer verschwinden, aber finde ich cool hier. Wir sollten aber mal zuallererst, weil hier ist bestimmt zu dunkel, ein bisschen ausleuchten, bevor wir hier so derbe Probleme mit Mobs bekommen. Aber es sieht schon cool hier aus. Also ich habe mich noch nicht ganz festgelegt, aber das ist auf jeden Fall ein guter Kandidat für einen Ort, an dem man... Oh, wie awesome das ist einfach. Alles klar. Alles klar, sehr awesome. Einfach durch. Einfach durch. Erstmal ausleuchten. Spinne, lass mich in Ruhe. Ich will ausleuchten. Ich will ausleuchten. Action pur. Bereits im zweiten Part. What up? Werde ich die Action niemals los? Aua. Lass mich in Ruhe, bitte. So. Ich bin bereit, okay? Stirb, du Spinne. Oh, das sind ein paar viele Zombies tatsächlich. Aber wir lassen uns auch ganz schön in der Ecke drängen. Alles gut, alles gut, alles gut. Alles gut, wir sind Profis. Wir sind Profis in unserem Tun und Sein. Ja, ey, das sieht doch hier eigentlich schon ziemlich cool aus, muss ich sagen. Natürlich muss man das noch irgendwie
schön an, aber so mit dem Wasserfall sieht echt nice aus. Sieht echt nice aus. Also hier könnte ich mir vorstellen, mich niederzulassen. Ich weiß zwar noch nicht genau, wie ich anfangen würde zu bauen. Oder was ich genau hier bauen will. Aber warum nicht? Warum nicht einfach mal anfangen mit irgendwas? Das wird schon von alleine dann kommen. Hoffe ich mal. Denke ich mal. So. Mal ein wenig umgucken, wie man das hier machen könnte. Könnte sich natürlich hier reinbuddeln irgendwie. Und hier draußen? Den Baum lasse ich mal stehen, aber die mache ich mal weg. Einfach nur mal, um so ein bisschen Überblick zu haben. Wir pflanzen die bestimmt dann irgendwann neu an. Aber wenn wir jetzt sagen, wir lassen uns hier nieder, ne? Wenn wir das jetzt so festlegen, dann können wir ja zumindest schon mal hier so ein provisorisches Lager erstmal aufbauen. Vielleicht jetzt nicht unbedingt mitten in der Fläche, mitten hier zwischen, aber vielleicht einfach erstmal hier hinten. Und dann können wir uns ein paar Kisten machen und ein bisschen Kram schon mal ablegen, damit wir die Hände frei haben für wichtiges Zeug. Zum Beispiel für etwas, was sich in meiner Hose befindet. Und zwar dieses ganze Zeug hier. So, wir haben hier Aluminiumkies, wir haben ein bisschen Eisen. Ja, die ganzen Samen und so weiter, die werde ich jetzt erstmal sowieso nicht brauchen. Vorerst nicht, aber irgendwann sicherlich. So, japanischer Blütenkirschstamm. Da kann man doch sicherlich auch coole Sachen draus machen. Okay, die Sachen sollten wir vielleicht mal braten. Kartoffeln können hier auch erstmal rein. Und wir sollten hier unbedingt mal eine Nacht verbringen. Haben wir hier schon eine Nacht verbracht? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Auf jeden Fall würde ich ganz gerne dann hier wieder spawnen. Wäre schon praktisch. Aber das mit dem Barley ist halt echt cool. Kann man das denn einfach so... Warte mal, gib mir mal die Barley Seeds. Die Gerstensamen. Kann man das einfach auf normalem Gras pflanzen? Nein. Aber ich will das auch so haben. Weißt du, ohne Feld. Sondern einfach so. Wie es hier gewachsen ist. Einfach auf normalem Gras. Kann man das irgendwie machen? Oder ist es eher nicht so gang und gäbe? Das weiß ich nicht. Das weiß ich leider nicht, Leute. So, den einen oder anderen Ofen zu haben, zumindest einen, wäre vielleicht auch ganz praktisch. Machen wir auch mal. So, dann können wir nämlich schon mal unser Essen braten. Jetzt, wo wir doch ein bisschen mit Hunger zu kämpfen haben. Also jetzt auch nicht mit massig Hunger, aber zumindest ein bisschen. Und wir wollen uns ja nicht dauerhaft vegetarisch ernähren, ne? Guck mal, hört ihr das schöne Knistern des Ofens? Ah, jetzt hat es mal wieder geknistert. Ich dachte schon Vorführeffekt und er schweigt. Wäre auch möglich gewesen. So. Ah, hier sogar mit so einem kleinen Teichlein. Ich hätte irgendwie Bock, hier diese Ebene abzutragen. Diese Ebene hier einfach. Die stört mich irgendwie. Lass uns die mal wegmachen. Und dann können wir ja nebenbei schon mal überlegen, wie wir weiter fortfahren wollen. Ich habe so überlegt, dass wir vielleicht da hinten so irgendwie ein Haus machen könnten. Also so einen unterirdischen Eingang. Natürlich so ein bisschen verzieren auch von außen. Der uns so in diesen Berg hineinführt. Wo wir vielleicht einfach so mit Fenstern oder mit irgendwelchen, wie sagt man? Eine Art Balkon haben. Wo wir dann rausgucken können, so ein bisschen rausgehen können. Und auf dieses Tal hier hinabblicken könnten. Das wäre, glaube ich, vielleicht ganz cool. Ist vielleicht ein bisschen gegen das, was ich ursprünglich vorhatte. Aber, ja, das weiß man ja halt nie, was einen hier erwartet, ne? Ich hätte auf jeden Fall vor, so ein bisschen mehr mit der Natur zu bauen. Jetzt grabe ich mich doch wieder in den Berg, wie in Mindfaction. Aber gehört dazu. Gehört dazu. Dreimal auf Holz geklopft. Nice. Sehr gut. Haben wir auch dieses Achievement dann mal bekommen. Wichtig wäre vielleicht auch Eisen. Ich meine, man kann natürlich auch mit Steinwerkzeugen hier erst einmal arbeiten und agieren. Aber wenn dann doch mal ein Creeper oder sowas von hinten kommt, ich weiß nicht, dann ist es vielleicht doch besser, wenn man ein klein wenig geschützt ist. Denke ich mir. Kann ich mir gut vorstellen, dass das behilflich wäre. So, da ist die Schaufel auch schon kaputt. Müssen wir uns mal ein, zwei neue machen. Haben wir noch Sticks dabei? Ich glaube, die haben wir rausgeworfen, ne? Boah, schön pinkes Holz. Ach, das heißt sogar pinkes Holz, ne? Ne, Eukalyptusholzplanken, das pinke Holz. Okay. So. Ah, viele Steine haben wir auch nicht mehr. Machen wir mal... Ja, komm, wir machen einfach 5 Schaufeln. Passt schon. Wir werden vielleicht nicht alle brauchen. Aber ist ja auch egal. So, das flachen wir jetzt erstmal hier ein bisschen ab. Und dann schauen wir weiter, wie wir fortfahren werden.
Ich finde auf jeden Fall das mit dem Wasserfall schon ziemlich nice irgendwie. Aber wie genau ich damit fortfahren will, I don't know. Da müssen wir uns... Ach, ich weiß nicht. Bauen ist ja sowieso nicht meine Stärke, aber ich hab einfach Lust drauf. Und ich muss einfach damit anfangen und dann wird das schon. Es gab ja auch so ein bisschen Kritik von René zum Beispiel, der meinte, na, schon wieder ein Minecraft-Projekt. Ich bin nicht so überzeugt davon, dass du und Blocky wieder so Minecraft-Projekte machen, in die sie bauen. Weil wir vorher halt auch schon einige Minecraft-Projekte angefangen haben, die wir dann am Ende, ja, recht schnell leider wieder aus den Augen verloren haben. Das hat halt immer die unterschiedlichsten Ursachen. Oftmals war es aber leider Gottes auch die Motivation aufgrund dessen, dass ich das Gefühl hatte, dass ich einfach nicht bauen kann. Aber manchmal muss man sich einfach durchringen und etwas anfangen. Das habe ich so ein bisschen in Mindfaction gelernt. Es ist möglich, was Gutes zu bauen, auch wenn es am Anfang scheiße aussieht. Dann muss man halt wieder abbauen, wieder neu bauen, abbauen, neu bauen. Und so wird das hier, denke ich, auch ungefähr, ja, passieren müssen. Also wir werden, ich bin kein Bauexperte. Das sollten die Leute von, die mich kennen, von euch wissen. Und, ja, demzufolge kann man da, denke ich, davon ausgehen, ja, dass man eventuell mal immer mal wieder was abreißen muss, neu bauen muss und so weiter. Aber das gehört halt auch irgendwie zu Minecraft dazu, ne? Das Rumexperimentieren, das Gucken, was sieht jetzt besser aus, was funktioniert besser. Vielleicht auch, dass man eine ganze Weile ein Gebäude hat, was da so rumsteht und es einem gut gefällt. Und dann irgendwie lockt man sich das nächste Mal ein und denkt sich so, boah, ist das hässlich und baut es wieder um. Das kann halt gut passieren. Und, ja, werden wir schauen, wie sich das Ganze so entwickeln wird. Also ich werde jetzt hier nicht die ganze Ebene komplett abbauen. Das kann hier ruhig so ein bisschen hier hinten in dem Bereich so ein bisschen so bleiben. So, ich versuche mir hier so ein bisschen da unregelmäßiger zu werden. Also dass wir nicht so ein ganz regelmäßiges Muster haben. Hier erstmal das riesige Erdbeerfeld abbauen. Da müsste man auch gucken. Kann man aus Erdbeeren dann Erdbeersetzlinge oder sowas gewinnen? Oder wie sieht das aus? Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung. Weil Erdbeeren, ich weiß nicht. Werden bestimmt nicht viel Hunger heilen. Aber so ein kleines Erdbeerfältchen wäre schon, glaube ich, nicht uncool, ne? Das wäre schon... Könnte man mit leben. Geht die Sonne unter? So langsam. Langsam und allmählich. Und da jetzt hier keine neuen Monster gespawnt sind, also ich denke mal schon, dass hier noch welche spawnen können. Aber vielleicht spawnen sie derzeit noch nicht. Wäre halt ungünstig, wenn so ein Creeper hinter uns auftaucht. Da würde ich zumindest noch eine Nacht ganz gerne schlafen. Wäre auch richtig cool, wenn der uns, in der Nähe unseres Bettes hochjagt, sodass unser Bett mit zerstört wird und wir da nicht respawnen können. Wäre auch voll witzig, ne? So. Mach ich mal hier noch so ein bisschen um den See herum, weil der, keine Ahnung, der wirkt so, weiß nicht, so versteckt irgendwie. Den würde ich ganz gerne ein bisschen offener legen. Diesen kleinen, also See ist jetzt auch übertrieben, diesen Teich. Fände ich schon ganz cool, glaube ich. Wenn wir den so ein bisschen sichtbarer machen. Erstmal formen wir hier so ein bisschen unsere Umgebung. Und dann schauen wir, wie wir uns da auch so ein bisschen einleben können. So, vielleicht hier so ein bisschen. So. Okay. Dann kann das hier noch weg. Es ist Nacht. Es ist Nacht. Schnell schlafen. Schnell schlafen. Ab ins Bettchen hüpfen. Woo! Stimmt. Okay. Manta Ray. Was ist denn Manta Ray? Ist das Manta Rochen? Weiß ich nicht. Vor allem, warum konnten wir einen Wal spawnen? Ist richtig bitter, dass wir den spawnen konnten. Aber dann irgendwie nicht, naja. Mehr nicht, ne? Ich dachte, man könnte ihn essen oder so. Warum stand denn da nicht Wal-Spawn-Ei oder so? Mann, dieser arme Wal. Schwertfahren ist das. Okay, sieht auch nicht uncool aus. Was liegt hier jetzt rum? I don't know. Ich bringe erstmal ein bisschen Erde weg, glaube ich. Weil Erde werden wir bestimmt noch viel gebrauchen, aber jetzt haben wir zumindest schon mal ein bisschen was. So. Dann können wir mal gucken, was das hier für Pflanzenzeug war. Da oben ist auch irgendwas Cooles drauf. Ist das dasselbe wie hier? Ja. Dürfte auch Schwertfarn sein. Okay. Aber hier könnten wir ja Zuckerrohr anpflanzen zumindest schon mal, ne? Das hätten wir auch in der Kiste. Da starten wir auch in der Kiste. Gib mal her, Zuckerrohr. 8 Stück. Ist nicht viel, aber kann ja mehr daraus erwachsen, ne? Erwachsen. Das ist bestimmt der richtige Ausdruck. So. Man kann doch jetzt auch, das würde ich auch ganz gerne mal ausprobieren, aber das wird bestimmt, machen wir hier nicht, hier ist der Baum im Weg, machen wir mal hier so ein bisschen noch, okay. Man kann doch, also ich habe auch Carpenters Mod dabei, Zimmermanns Mod und außerdem Chiselinho. Aber man wird doch jetzt, zum Beispiel, wenn wir uns jetzt einen Carpenters
Block machen. Nehmen wir mal das Eichenholz, davon werden wir bestimmt genug haben. Und Sticks haben wir auch. Ich weiß nur nicht, ob man die verwenden kann. War das so? Ne, das war andersrum, ne? Genau. Das war innen die Blöcke und außen die Sticks. Das heißt, wir brauchen davon noch ein paar mehr. So. Dann gucke ich mal, ob das so, ob man das so mischmaschmäßig machen kann. Funktioniert, okay. Dann haben wir fünf Carpenter Blocks. Wir können uns ja vielleicht auch nochmal fünf weitere machen. Okay. Kann man daraus jetzt Stufen machen? Nee, das geht nur mit dem Hammer, ne? Boah, wie machte man den Hammer denn jetzt? Da brauchen wir Eisen, glaube ich, für, ne? Hammer. Hammer des Zimmermanns. Drei Eisen brauchen wir sogar. Okay, haben wir gar nicht genug für. Weil ich hatte die Idee, mal zu gucken, wie es aussieht. Wenn man jetzt zum Beispiel... Hier muss man ja immer so hüpfen. Man könnte jetzt hier aber auch Stufen aus Erde machen. Allerdings hätte ich dann vielleicht eher weniger gerne Stufen aus Erde, sondern schon mehr Stufen aus Gras. Außer natürlich, man nimmt die Erde und nutzt die so als Trampelpfad. Also gerade wächst hier noch Gras drüber, ne? Aber wie sieht's denn aus, wenn wir hier einfach mal... Oh, meine Nase, was ist denn los mit dir, Alter? Schnodder des Jahrtausends da drin oder sowas. Wenn man hier einen Zimmermannsblock macht und da Erde rein, wächst dann da auch Gras drüber? Ich werde mal... Wie markiere ich mir das Ganze? Dass ich da mal nachgucken kann nach einer Weile. Mit so einem Holzblock. Den setze ich hier hin. Und mach so. Das heißt, hier ist dann dieser Erdblock. Weil wenn nicht, dann könnte man mit Zimmermannsblöcken und Erde halt so einen Trampelpfad machen. Das gefällt mir, glaube ich, besser, als das wieder standardmäßig mit Kies irgendwie anzugehen oder so. Ja, und wir müssten dann jetzt im Optimalfall mal ein bisschen Eisen besorgen. Das wäre ganz gut. Jetzt müssen wir in eine Höhle gehen. Die wir ja hier vorne auch schon hatten. Und hier mal reingucken. Können wir mal reinschnuppern. Beziehungsweise mache ich mir vielleicht nochmal kurz ein paar Fackeln. Wir hatten ja noch Kohle im Ofen. Dann holen wir uns die mal schnell. Machen uns noch ein paar Fackeln. Und dann schauen wir weiter. So, gebratenes Hühnchen. Lecker, lecker. Lecker, schmeckt gefallen und rund schnell auch in meine Kiste. So, was hatten wir denn noch zum Braten? Hier, Raw Mutton. Ah ne, das ist rohes Schweinefleisch. Erstmal machen wir erstmal das. Okay. So. Haben wir auch ein paar Fackeln. Nicht viele, aber ein paar. Okay. Diese Fledermaus fühlt sich ja... Oh, ist die riesig. Ist die so groß? Oder sieht das nur so aus? Das ist doch keine normale Fledermaus. Oder? Die ist doch viel größer. Wow. Doch, die ist viel, viel größer. Oh, hier ist ein Pferd direkt. Komm mal her, was bist du? Was bist du für ein Vieh? Komm her. Komm her. Komm her, du bist doch nicht Vanilla. Warum wird mir das denn nicht angezeigt, was du bist? Mann. Oh, cool, hier haben wir auch noch ein richtig großes Tal. Ah, hier kann man, glaube ich, einiges machen. Hier kann man sich erstmal echt niederlassen. Das finde ich gut. Das finde ich toll. So, lass uns mal hier vorsichtig wieder runterhüppeln. Zoe. Okay, also bisher ist noch kein Gras drüber gewachsen. Da hinten ist aber ein Skelett gespawnt. Vielleicht ist hier auch nichts gespawnt. Wow. Das hat gerade ein bisschen geleckt. Wow. Ist ganz gut hier mit deinen Fallen, ne? Vielleicht ist hier auch nichts gespawnt, weil wir in der Nähe waren. Und deswegen spawnt nichts. Und wenn wir uns weiter weg entfernen, dann spawnt aber ordentlich. En masse. En masse. Ich kann so schön Französisch jetzt sprechen, wenn meine Nase die ganze Zeit zu ist. Finde ich nice. Finde ich richtig cool. So. Fackel die, fackel die. Ich habe ein bisschen Angst. Okay. 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 Ich mag jetzt keinen Creeper hier haben. Finde ich nicht so geil. Aber da haben wir Eisen und hier haben wir nochmal irgendwelche Zinnbeerenbüsche. Die wir wahrscheinlich eher weniger brauchen. Aber Hauptsache erstmal das bisschen Eisen hier. Ich weiß gar nicht. Ja, wir brauchen auf jeden Fall einen Hammer, um das mal zu testen. Das fände ich ganz cool. Und viel mehr Eisen müssen wir vielleicht auch gar nicht farmen. Weiß ich nicht. Müssen wir mal gucken. Wir können ja auch gucken, was diese Höhle einfach schon mal bietet von Anfang an. So, hier haben wir... Was ist das da? Auch nochmal Eisen. Sehr cool. Gib mal her. Ist hier noch mehr Eisen? Nee, ne? Nehmen wir die Kupferbeerenbüsche mit. Aua. Ist ja gut. Ist ja gut. Können wir ja mitnehmen. Vielleicht können wir die irgendwo dekotechnisch schön verwenden. Weil einen großen Nutzen haben die ja nicht. Außer, dass wir so ein paar Kupferbeeren bekommen. Oh, 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 oh.
Da waren noch mehr Kupferbeeren. Alles gut, alles gut, alles gut, alles gut. Habe ich sie? Ich weiß es nicht. So, warst du jetzt der letzte Kupferbeerenbusch? Könnte sein. Wo geht's denn hier hin? Hier geht's ja direkt runter irgendwo. Okay. Ist einfach noch so eine... Ah, ich weiß nicht, ob ich da Fan von bin. Hier geht's irgendwie hinter dem Wasserfall noch weiter, ne? Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Lass mich raus. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Spinne. Okay, ich bin mal weg. Also nicht, dass ich Angst vor einer Spinne habe, aber unsere Fackeln sind leer. Das ist nicht so gut. Ich meine, wir hätten uns auch mehr Fackeln machen können, ne? Das ist jetzt eigentlich nicht so das große Problem. Wie viel Eisen haben wir denn jetzt? 10. Ja, das würde mir ja erstmal reichen. Daraus können wir einen Hammer machen. Daraus können wir vielleicht, ja, vielleicht ein erstes Rüstungsteil machen. Das wäre doch schon mal ein Anfang. Ich glaube, damit könnte ich leben. Und deswegen machen wir damit vielleicht auch im nächsten Part weiter. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns dann, wenn wir uns ein bisschen Eisenzeugs machen. Bis dann. Ciao, ciao.